schneller, höher, Yu-Gi-Oh! Brauchen wir eine Notbremse? Das besprechen wir heute in unserem Podcast mit den besonderen tollen Gästen. Und zwar einmal mit Kartjournalist und mit Matzab. Nein, du darfst nichts sagen. Ich bin noch bei der Einleitung. So, und ja, wir haben halt ein Thema heute und das wollen wir besprechen. Und jetzt können die Gäste mal sich vorstellen nochmal. Hallo Michi. Ja, ihr kennt uns doch schon. Also wir hatten ja schon eine Folge. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an, hört sie euch an. Jetzt auch Spotify, nicht zu vergessen. Ja. So viel zum Thema nicht verkrampft. Michi einfach mal komplett verkrampft hier, Alter. Ist nicht schlimm. Lass ihn einfach machen. Okay, Matze. Das ist schon gewohnt, ne? Ja, moin Leute. Herzlich willkommen beim Podcast. Genau. Ja, Thema ist da. Wie gesagt, es geht um die Geschwindigkeit allgemein in Yu-Gi-Oh! Und jetzt mal vorab, wenn ihr das hört, so schneller oder Yu-Gi-Oh! Und schnell, was fällt euch sofort dabei ein einfach? So frei raus einfach. Ja, es ist auch irgendwie übertrieben, ist, finde ich schon fast. Also, ja, mir fällt immer nur dein Video ein. früher war alles besser, natürlich. Du hast ja gezeigt, dass es nicht so ist. Aber wenn man echt mal drüber nachdenkt, das ist immer so ein Satz, dieses so, oh, Yu-Gi-Oh! Ist zu schnell geworden und so. Das ist eigentlich, also wirklich, wenn man mal nachdenkt, das ist einfach Teil des Spiels. Es gibt immer schnellere Decks und langsamere Decks. Und was jetzt genau Meta ist, ja, das verändert sich halt immer. Ja. Naja, so divers war Yu-Gi-Oh! Von Anfang an ja nur auch nicht. Jetzt kommt der Oldschool-Daddy hier. Ja, damals! Also bevor wir hier mit schneller, höher Power-Creep und so anfangen, solltet ihr vielleicht auch mal bedenken, dass der Urschleim von Yu-Gi-Oh! Ja nicht unbedingt darin bestand, dieses Spiel zu spielen, sondern eher die Karten zu sammeln. Das ist korrekt. Und dass sich daraus dann erstmal diese ganze Schematik um spielbare Decks dann auch gebildet hat. Ich erinnere mich gerne noch an Metas, wo es einfach dann hieß, ja, spiel dreimal herbeigerufener Totenkopf, weil das ist ein 2500 Angriffmonster und es kostet nur ein Tribut. Voll ja. Gut. Und wenn du Regen aktivierst, kriegt er 1000 ATK-Push. Ah, warte mal. Oh! Das war im Anime. Nah dran. Ja, aber genau das ist es ja, ne? Ich meine, jeder hat, also viele lachen darüber auch ja so im Nachhinein, so im Anime, da machst du Regen und dann werden deine Monster, deine Elektroattacken stärker und so. Wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so gedacht, dass es ein spielbares Kartenspiel wird. Also, da schießt auch die Zauberkarte Mond einfach kaputt und dann kommt Umi, die Welle, ne, und zerstört das Board, ne? Das ist ja ganz klar. Es könnte übrigens ein cooler Skill für Speedwell werden, ne? Konami, falls er eine Idee braucht. Ruf mich an. Nee, der zerstört ja, aber apropos, den Mond. Apropos Speedduell, ne? Also, das ist ja der Trend auch eben nicht nur im Meta, in den Decks, sondern eben auch in dem Kartenspiel selbst. Also in Regeln und in der Spielart. Jetzt gibt es Speedduell und jetzt kommt, ne, Rushduell heißt das ja? Ja, genau, Rushduell. Und offensichtlich ist ja der Trend auch generell irgendwie, dass man nicht mehr genug Zeit hat zum Spielen und dass man ja auch gerne früh fertig wird bei Turnieren und auch bei Duellen. Also, ne, dafür gibt es ja jetzt auch Duel Links, dass man einfach mal so nebenbei Yu-Gi-Oh! Spielen kann und eben nicht zu lange an einem Spiel sitzt. Und irgendwie, ja, ist es das ja, was die Gesellschaft gerade auch will oder irgendwie gerade auch, ja, genau, es ist einfach das, was die Nachfrage einfach ist, würde ich sagen. Wobei Speedwell und Duel Links da ein bisschen paradox sind. Ja. Also, du hast zum einen das kurze Spielen, was du meintest, ne, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber zum anderen geht die Spielmechanik ja auch wieder zurück zu den alten Wurzeln. Und es ist wesentlich langsamer und behäbiger, Monster zu beschwören und Boards aufzubauen. Und du kannst viel weniger innerhalb deiner Züge machen. Ja, das stimmt. Aber natürlich muss man da auch einfach bedenken, dass aufgrund der wenigen Lebenspunkte halt das Duell an sich schneller ist. Mit 8000, glaube ich, wenn ihr Duelle echt, also das Deckout, glaube ich, mal öfter der Fall dann, glaube ich sogar. 4000. Und das will man ja auch nicht. Das wäre auch langweilig. Also in so einer Sicht, wir haben ja letztes Mal auch gesagt, die Weltmeisterschaft für Duel Links war mit am spannendsten. Ja. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es eben auch so, also schnelle Spiele gibt, die aber auch eben umso irgendwie spannender sind. So. Also, keine Ahnung, ich glaube, da gibt es vielleicht eine Korrelation. Ja, ich glaube aber, dass wir hier gerade an, also aus meiner Sicht jetzt hier einen Aspekt haben, dass einfach man bedenken muss, dass Duel Links so interessant war, weil die Kombos, also Kombos in Klammern, so kurz waren. Also, die waren schnell, aber das Spiel an sich war an sich langsamer. Wisst ihr, wie ich das meine? So? Also im Sinne von. Ja, glaub, das ist halt auch so ein Effekt der Coverage an sich.
hast halt nicht wie bei einem normalen Feature-Match bei Yu-Gi-Oh!, was gerne auch mal an die Timeout-Zeit rankommt oder im normalen ohne Timeout vielleicht sogar noch länger gehen würde. Du hast einfach nicht diese Stellen, wo der Spieler am Tisch selber nicht weiter weiß und du aber drüber sitzt und sagst, warum macht er jetzt nicht das Play? So, und da hast du immer diese, naja, so sagen wir mal 10, 15, ja nochmal 20 Sekunden, wo der dann da sitzt, nachdenkt, durch den Friedhof schaffelt und. Und das kommt dir einfach so dermaßen lang vor, weil wir halt diese ja kurzen Spiele auch so langsam gewohnt sind, weil ja der Trend dahin geht. Ne? Warum sind Mobile Games so beliebt? Ja, die kannst du halt auf der Toilette, auf der Arbeit in der Pause zocken quasi, weil du da keine Vorbereitungszeit brauchst, du sitzt nicht lange dabei, je nachdem, was für eine Sitzung das ist, ne? Wollen wir mal nicht ausschließen, aber versteht auch, was ich damit sagen möchte. Ja. Wow. Und rausgeschnitten. Nein, Spaß. Aber ja, nee, das stimmt natürlich auf jeden Fall. So. Wie gesagt, ich glaube, dass man diesen Friedhof schaffeln und so, das stimmt halt. Bei Duel Links ist es halt übersichtlicher. Und ja, natürlich gibt es da auch Kombos und so, aber die sind halt nicht jetzt über 10 Karten übergreifend, sondern halt dann 2-3 Karten oder so. Und das ist halt für jeden überschaubar und macht es halt auch mehr zum Mitfiebern. Das ist auch so, ich glaube, ich weiß, dass Duel Links jetzt nicht, das muss man auch erstmal spielen können, ist klar. Aber im Sinne von, es kann jeder mitfiebern und es gibt da nicht 100 Optionen, sondern nur 10 Optionen. Und diese 10 Optionen, die kann man überschaubar mitdenken. Und was er dann am Ende macht, das sieht man dann ja. Und man nachvollzieht es. Bei 100 Optionen, so bei normalen Decks, wo du denkst, Alter, der könnte so viel machen, da steigst du einfach selber nicht durch. Selbst wenn der anfängt, seine Combo zu machen, weißt du nicht, wo will der überhaupt jetzt hinaus so? Also manchmal kann man selbst dann ihm nicht folgen und dann erst am Nachhinein, ach so, der wollte das so rum machen. Ja, klar, so. Aber dieser Aspekt ist dann halt beim Zugucken erstmal relativ langweilig, weil denkst du so, hä, warum? Warum jetzt? Hä? Also, keine Ahnung. Ja, wobei es halt auch irgendwie den Reiz ausmacht bei normalen Spielen. Also, weil sie halt so vielseitig sein können. Aber ja, also beides hat ja seine Vorteile. So. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, allgemein, man muss auch mal sagen, bevor es Duel Links gab oder auch Speed Duel oder jetzt sogar angekündigtes Rush Duel, das einfach, jetzt mal ehrlich, sag mal einfach eine Zahl, wie lange kennt ihr dieses Thema? Also von wegen, oh, Yu-Gi-Oh! Wird immer schneller oder Yu-Gi-Oh! Ist so schnell geworden. Also it's no joke, ich kenne das halt locker seit, ja, keine Ahnung, schon fast seitdem ich spiele so ungefähr. Also, schneller nicht unbedingt, aber dass die Themen und die Karten immer stärker werden, das ist halt schon ein Ding, das gibt's schon fast ewig. Du meinst also jetzt Power Creep? Ja, also in den ersten paar Sets hast du den Power Creep noch nicht so krass gehabt, aber so die allererste, das war einfach Chaos Imperator Drache Yatagarasu Kombo. So, so broken. Du hattest das und jeder, der es nicht hatte, hatte einfach das Nachsehen. Wenn du das gespielt hast, konntest du fast zu 85% von ausgehen, hast gewonnen. Was sollen die anderen da machen? Da stand halt nichts dagegen. Und es wurde halt immer krasser. Ja, und komplexer. Muss also, man ja auch so dazu sagen. Es wurde komplexer. Ja, wobei, das ist halt so komisch. Ich habe in der Zeit irgendwie angefangen mit dem Turnieren, Spielen. Da habe ich Ninja Dino gespielt und Girgia war im Meta und das ist ja wohl schon nicht schnell, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen kam es mir nie so richtig vor, dass da schon das Thema da war. Ich finde aber krass, dass du definierst als nicht schnell ein Zug, nicht so viel Aktion machen. Den Zug darauf ist Girgia ausgerastet. Also, kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass Gierge einfach nichts gemacht hat, also. Nee, nichts, aber da hat man halt noch Monster gesettet, genau wie bei Shadol, so. Das ja. Traut man sich ja irgendwie heute gar nicht. Doch, Guru-Control. Ja. Guru-Control ist ja wohl auf jeden Fall mit einer der Decks, mit dem man rechnen sollte. Und das settet nur. Also. Es wird immer noch irgendwo Decks geben, die eine Ausnahme bilden, was das angeht. Aber du kannst es halt in der heutigen Meta fast gar nicht mehr voraussetzen, dass du auf diese Decks triffst, weil die meisten halt einfach besser sind oder ein höheres Kombo-Potenzial mitbringen. Mhm. Ja, du hast recht. Ich glaube, in der Zeit war auch irgendwie Tourguide ist dann gerade im Kommen gewesen und man hat dann wirklich diese schnellen, also ja, schnell. Da gab es dann irgendwie gerade Exceeds, die waren irgendwie neu. Und ich weiß nicht, war das zu der Zeit, wo Michael Grüner irgendwie dann diesen ganzen Haufen mit Rabbit und so gespielt hat und so? Das war ja auch schon vergleichsweise dann schnell irgendwie.
Also weil Exceeds ja praktisch schnell war und wenn man dann schnell Exceeds rausgeballert hat, dann war man irgendwie schon gut dabei irgendwie. Vielleicht verschiebe ich da auch gerade Timelines, aber auf jeden Fall gab es da so eine Zeit, wo das irgendwie tatsächlich eben klar ein schnelles Deck gibt und die anderen haben dann so ein bisschen das Nachsehen, das stimmt schon. Ja, wenn man jetzt einfach mal bedenkt, wo wir Geschwindigkeit sind, ich sag nur Six Samurai und nein, Leute, da gab es noch keine Tuner, da gab es nicht mal Synchro, da gab es einfach Six Samurai, ich beschwöre Sanji, Grandmaster, Shogunshin und dachte man so, what the fuck, er liegt da gerade gegenüber und das war schnell und Six Samurai, das war das nach oder vor Forest of the Breaker sogar? Also, ich glaube nach, ne? Weiß ich gar nicht, Matze müsste sich da vielleicht erinnern, aber ja, da waren einfach so, du spammst mal eben so zwei, drei, vier Monster raus, halt auch Standard. Also bei Six Samurai jetzt zum Beispiel. Und das war dann auch eine Zeit lang Meta. Und dann gab es ja Gladiatorengeheuer, die dann ja auch, wenn sie die richtigen Monster direkt angreifen, auch zwei, drei, vier, fünf Monster spezial beschwören. Also. Der Trend ging halt einfach von Board voll machen zu das vollgemachte Board zusammenschieben zu Exceeds zu Ja. Synchros und dann kam die Panel-Mechanik, ne, als nächstes, Ja. als Master Rule, was ja vollkommen, also ich weiß immer noch nicht, wer das verbrochen hat, aber Herr war. Soul Charge, jeden Zug ist voll fair. Ey, ja, Soul Charge dreimal im Blue Eyes, würde ich feiern, aber. Ja, aber du sprichst halt genau den richtigen Punkt an, ne? Ich meine, das einfach, es hat sich an sich, also die Geschwindigkeit war da, man hat sie nur umgewandelt, wie du schon dachtest. So, man hat dann einfach. Man hat fünf Monster schon gehabt, schon davor. Also nicht in jedem Deck, klar, das wollen wir jetzt mir gar nicht behaupten, dass jedes Deck so war, aber in manchen Decks hattest du das schon. Und dann irgendwann sagte man, okay, jetzt machen wir diese fünf Monster, schieben wir zusammen zu drei, vier Exceeds. Und die konnten dann wiederum wieder Sachen beschwören, wodurch dann natürlich an sich noch mehr Monster ins Spiel kamen. Aber es war ja eigentlich nur in Klammern ein bisschen gepowercreept. Also. So, im Endeffekt, als Ja. wenn Konami an dem Punkt sich überlegt hat, das Board ist jetzt voll, wie kann man weiterspielen? Ne? Wie kann Korrekt, man den ja. Zug noch weiter in die Länge ziehen? Wie kann man da also relativ faire Boards vielleicht sogar noch mit kreieren? Und der Punkt mit der Fairness ist ihnen dann irgendwo dazwischen flöten gegangen. Aber pff, mein Gott, ist ja nicht schlimm. Ne? Ja, Haben wir, passiert. das kann man ja fixen irgendwann, ne? So nach Link vielleicht. Na, ich würde sagen, dass sie. Es ist schwierig. Also, ich meine, bestes Beispiel ist von wegen Geschwindigkeit. Ich glaube, OCG hatte da. Die das höchste der Gefühle an Geschwindigkeit und zwar Summon Sorceress mit Needle Fiber zusammen. Das waren schöne Zeiten. Mal gut, haben wir die nie erlebt. Aber das war halt Geschwindigkeit. Also, das war die Link in Geschwindigkeit. Oder Firewall natürlich, brauchen wir gleich drüber reden. Ne? Firewall ist auch geile Karte. Ja, stimmt natürlich so. Hä, hey, aber also so eine Tangent, guckst du oft aufs OCG, also was die so spielen? Oder irgendwie, also klar, die haben halt andere, das ist ja praktisch ein ganz anderes Spiel so, ne? Und wenn die ein super krass schnelles Spiel haben, dann ist es bei uns ja was ganz anderes Die irgendwie. sind ja eigentlich sogar nur schuld daran, dass das Link-Format zum Beispiel auch so explodiert ist. Also Link war ja eigentlich dafür gedacht, das Spiel langsamer zu machen. Der, laut den Entwicklern, es Ja, war dafür gedacht, das erste Set kam aber und das die war so. Kaufzahlen sind halt einfach eingebrochen. Das ist halt leider so. Und Nein. danach kamen die Generic-Sets. Das Problem ist doch eigentlich gewesen, Link war nicht verkehrt, außer mit der Ausnahme, dass du gezwungen wurdest, das zu spielen. Also, dass manche Decks halt das Nachsehen hatten von mir aus. Das kann man sehr kritisieren. Aber generell war Link eigentlich was Cooles. Zonen wurden relevanter, was ich immer noch sehr befürworte. Das Zonenrelevanz war vorher quasi nicht vorhanden. Und jetzt hat es eine Relevanz gehabt. Aber man muss dann halt einfach sagen, da waren einfach so, man hat nicht zu Ende gedacht. Man hat gesagt, man darf Token benutzen. So, okay, wäre jetzt im Nachhinein bei Hornet Drone. Also bei Skystrike Hornet Drone natürlich ein bisschen blöd, wenn man den Token nicht für Link sammeln benutzen dürfte. Aber man hätte da ja auch was anderes draus machen können dann später. Aber als sie das gesagt haben, Token sind erlaubt, haben die, glaube ich, gar nicht. Also ich weiß ja, dass sie schon ein bisschen drüber nachdenken, was sie machen. Ich meine, zum Teil merkt man ja, manche Karten sind gebalanced oder gedeckelt. Bei manchen irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber ja, und dann denke ich mir einfach so, dass halt man da nicht zu Ende gedacht hatte bei Link. Diese Auswirkung. Ich meine, oder wollten die, dass Gufu irgendwie so Standardkarte wird? Also, dass Gufu, wenn Link kommt, erstmal so Staple ist? Also, war das Absicht? Ja. Also, das frage ich mich halt so. Und Sündenbock einfach eine absolut brokene Karte wird? Wollten die das? Oder haben die gesagt, wir gucken einfach mal, was passiert? Ja, ich glaube Das. das. Hast du dir die Frage bei der Speedroid Engine und Zodiac auch gestellt? Inwiefern meinst du das?
Naja, war doch auch ein guter Starter, oder nicht? Das war echt gut. Und das, ich glaube nicht, dass wirklich, du kannst nicht als Spieleentwickler an alles denken. So. Das, nee. Das ist zu viel erwartet. Das ja, geht einfach nicht. Aber keine Ahnung. Also ich meine, einfach so eine Karte, die einfach 4 Tokens beschwört. Die, also Link ist ja so ausgedacht, je höher das Link ist, also Link 4, desto heftiger wird das Ding einfach. Also so Link 1 Monster ist nicht so stark wie ein Link 4 Monster. So von der Logik her. Und wenn du einen Sündenbock machst, dann da kannst du instant in 4 gehen. So, das ist dann irgendwie fair oder was. Also das meine ich halt damit. So. Also es wäre dasselbe, wenn du wenn du einfach bei Synchro sagst, so, ja, okay, jetzt aktivierst du eine Karte und beschwörst einfach das heftigste Synchro-Monster sofort. Das ist halt irgendwie schwachsinnig eigentlich. So. Ich glaube, das Ganze war halt einfach ein Experiment und das sieht man ja auch in der neuen Nicht-Master-Rule, aber Master-Rule. Änderung. Master-Rule, Änderung halt. Ich meine, was ja auch wieder das Thema ist, von wegen, wird das Spiel jetzt dadurch schneller oder langsamer? Oh, ganz schwierig. Ich glaube, es ist halt sehr schwierig aus meiner Sicht. Also ich muss mal einfach so sagen, es kommt darauf an, also ich bin auch sehr gespannt einfach diese Veränderung. Es kommt darauf an, was jetzt supported wird. Konami hat jetzt die Möglichkeit, einfach alle Decks zu pushen, also Synchro-Decks. Können wir noch mal kurz vielleicht erklären, so was Master Rules sind, vielleicht für alle, die es nicht wissen oder so, keine Ahnung, ob das wichtig ist. Ja, okay. Master Rule ist einfach eine grundlegende Veränderung des Spiels, beziehungsweise des Spielfeldes, beziehungsweise der Decks. Ich weiß nicht genau, das ist jetzt Halbwissen, da will ich gar nicht jetzt irgendwie faktisch sagen, aber zum Beispiel, als das Deck umbenannt wurde in Extra-Deck, also nicht mehr, es war ja früher ein Fusionsdeck, meine ich, und ja, dann war es ein Extra-Deck, das war eine Master Rule, oder als die Pendelzonen aufgemacht wurden. Also viele sagen ja, wegen einer neuen Mechanik gab es die neue Master Rule. Das ist eigentlich falsch. Die Master Rule gab es wegen der Feldveränderung, also weil das Feld sich verändert hat. So, weil Pendel Scales gab es auf einmal. Klar, die waren wegen Pendel da, ist irgendwie logisch so. Und genau deswegen ist das jetzt auch keine Master Rule-Änderung, die gekommen ist, weil das Spielfeld verändert sich nicht. Das Spielfeld bleibt gleich, Extra Deck bleibt gleich, alles bleibt gleich. Nur die Beschwörungsart der einzelnen Karten ändert sich. Aber wie gesagt, dafür war Master Rule halt nie gedacht, sondern nur, wenn halt eine grundlegende Veränderung da liegt. So. Und jetzt haben sie ja gedacht so, ha, okay, das mit dem Link hat ja gar nicht so gut funktioniert. Wir ändern da noch mal ein bisschen dran. Und jetzt kann man halt Synchros einfach und Exceeds und Fusionen auch in die normalen Main-Monster-Zones beschwören. Ich denke mal gar nicht, dass Link nicht gut funktioniert hat. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist die Frage. Jetzt mal auch von euch beiden. Also für euch, war Link einfach was Falsches oder war Link gelungen? So im Nachhinein. Also ich muss sagen, ich fand Link als Konzept erstmal schlüssig. Ne? Es war cool, es hat auch gut in die Mechanik irgendwie reingepasst. Mit den neuen Feldern, okay, das war eine Angewöhnungssache. Das habt ihr wahrscheinlich auch die meisten angenommen. Aber der große Kritikpunkt ist, dass die halt mit dieser neuen Mechanik instant manche Decks Metafähigkeit komplett gekillt haben. So. Das war halt, glaube ich, der große Streitpunkt, wo sie dann vielleicht auch sogar auf die Community mal ein bisschen gehorcht haben und gesagt haben, okay, wir müssen alte Deckthemen halt wieder ein bisschen besser spielbar machen, weil wir können diese ganzen, ich sag mal, alten Metadecks, alte Archetypes nicht mit diesen ganzen Generic Links zupumpen, das wird nicht funktionieren. Vor allen Dingen, weil du ja dann auch, also das Potenzial wird ja dann riesig, ne? Wenn dann auf einmal jeder Decktyp, was weiß ich, 5 Generic Monster hast, die du dann mit allen anderen auch noch kombinieren kannst. Das funktioniert ja irgendwann vom Balancing überhaupt nicht mehr. Ja. Also muss man halt schauen, okay, da müssen wir eine Restriction machen und ich finde eigentlich die Idee dahinter zu sagen, pass auf, wir gehen wieder einen Schritt zurück, aber halt auch nicht so ganz, weil wir möchten den Leuten, die das Link-Thema halt abfeiern, nicht die Tür vor mir sich zuschlagen, finde ich eigentlich eine smarte Lösung. Müssen wir halt schauen, was die Spieler daraus machen. Ich meine, wer kann besser Balancing testen als die Community? Ne? Und es gibt genügend Optionen. Der Gusto Emerald ist wieder da. Man kann ordentlich Karten ziehen. Man hat den Raw, man hat die Specials, BA. Instant Fusion. Instant Fusion. Ja, also es gibt immer noch genügend. Und eine Bandlist haben wir auch noch, die vor der Tür steht. Wo Konami vielleicht auch nochmal sagen kann, wir haben da ein bisschen getestet. Schon im Voraus oder wir haben da schon ein bisschen was gehört. Wir ziehen hier vielleicht mal eine Stellschraube an, da vielleicht mal ein bisschen was nachjustieren. Und dann haben wir vielleicht dann ab März, April eine relativ coole Meta, die man spielen kann, wo man nochmal viel basteln kann, nochmal schön sich mit alten Decks beschäftigen kann, in den Deckbau reingehen kann. Und
dementsprechend muss ich sagen, Konzept Link, Konzept Master Rule, finde ich nicht schlecht. Ja. Also, ich würde irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, es könnte jetzt mit dieser Änderung, zumindest Link, irgendwie komplizierter werden. Also, es war halt irgendwie simpel, von wegen, hey, du hast jetzt einfach nur noch Links und wenn die Pfeile dahin zeigen, dann kannst du da auch hinbeschwören. So, irgendwie war es nachvollziehbar. Jetzt kann man aus irgendeinem Grund Link-Monster und Pendel-Monster aus dem Extra-Deck nur in diese Zone beschwören, die Link-Monster zeigen oder die Extra-Monster-Zone und den Rest halt überall sonst. Also daran muss man sich, glaube ich, echt mal gewöhnen. Habe ich das Gefühl. Kann sein, dass ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, es macht es ein bisschen komplexer. Aber also ich würde pauschal sagen, dass es nicht an sich komplexer macht, sondern vereinfacht. Ich würde erstmal sagen, dass diese Änderung viele Spieler, die aufgehört haben, weil sie sagen, Link ist total Müll, mein Deck ist Schrott, dass die wieder abgeholt werden, zum einen. Und zum anderen, ganz ehrlich, neue Spieler, die sind eh überfordert vom Spiel, da ist denen auch egal, ob das jetzt so oder so ist, also das ist halt komplett egal, ob die jetzt ja Link und Pendel nur noch so machen dürfen oder nur Link, oder das ist halt egal. Neue Spieler müssen sich eh reinfuchsen, von daher ist das egal. Und für eingesessene Spieler ist es halt eigentlich auch egal. Die einzige, also ist, aus meiner Sicht gibt es kaum Nachteile, außer halt irgendwie so, dass sie aufgrund der ganzen neuen Karten, die bisher rausgekommen sind, während der Link-Zeit, also der Power Creep, nenne ich es mal einfach jetzt pauschalisiert, dass dadurch dann alte Decks, wenn sie wieder nach den alten Regeln spielen dürfen, zu krass wären mit Loops, also Handloop oder FDKs oder so. Das muss man natürlich beachten, aber wie Mats es schon angesprochen hat, Verbotsliste. Maybe kriegen wir eine vor dem 1. April, vielleicht kurz nach dem 1. April, wird man dann natürlich sehen. Ne? Also, was das angeht, so. Aber der Power Creep, der bezieht sich ja nicht immer nur auf die Beschwörungsmechanik. Wir haben ja das Phänomen des Power Creeps auch bei Generic Staples. Das ist korrekt. Die einfach zu krass sind. Die auch zum Beispiel sich doll auf den Preis dann ausschlagen. Ne? Was dann auch wieder vielleicht eine Möglichkeit wäre, auf andere Karten zurückzukriegen. Ich meine, wie hieß sie nochmal? Die Barriere? Barrier? Dimensionsbarriere. Ja, ist ja zum Beispiel jetzt auch wieder eine gute Idee. Ne? Ja, stimmt. Sehr gut. Wow. Ja, also, der Markt ist eskaliert, es wurde alles aufgekauft. Ja, also kommen alte Karten einfach wieder, neue Karten werden vielleicht einfach nicht mehr so stark sein, dadurch, dass halt wieder diverse Meter rumläuft. Mal schauen. Aber um mal hier einfach Kontra in die Diskussion zu bringen, also Power Creep. Also ich will nicht leugnen, dass es ein Power Creep gibt, aber in meiner Meinung ist es auch sehr wichtig. Also jedes Kartenspiel braucht ein Power Creep in einer Art und Weise, damit das Spiel interessant bleibt. Aber wenn man sich jetzt die aktuellen Staples anguckt, also jetzt in der Meta, jetzt mal Real Talk, also der Power Creep ist zwar auch da sichtbar, aber er ist gar nicht so krass, wie man ihn hätte erwartet. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, vor 5 Jahren hat man gesagt, boah, der Power Creep ist so hart, ey, in 5 Jahren sind so OP-Karten. Also, wenn man so guckt, die sind gar nicht so heftig. Was ist die beliebteste Staple überhaupt zurzeit? Ash. Ist Ash unfair? Ist Ash overpowered? Ist Ash absolut broken? Also, nein. Zu dem Zeitpunkt, wo es noch keine Reprints gab, war das schon der Fall. Ja, weil du einen Vorteil hattest, dass du sie spielst und andere sie sich nicht leisten konnten. Es ist halt immer die Frage der Verfügbarkeit, Ries, ne? Wenn du eine Karte hast, die gut ist, die für alle verfügbar ist, dann ist das auch kein Problem. Da wird sich auch niemals jemand drüber beschweren, ne? Dass du da hingehst und sagst, oh, ey, total broken, krieg ich nicht ran. Ich meine, Impermanence, hallo, ist ja auch so ein Ding, was sehr viel diskutiert wurde, so von wegen, wie kann man die austauschen? Dann haben ein paar Effektfelder gespielt, dann kam wieder die Diskussion, ist aber nicht dasselbe oder bringt vielleicht nicht unbedingt das Gleiche. Wir werden sehen, was in den nächsten Sets kommt. Und die Seltenheitsverteilung von den Sets, die wir jetzt im Jahr 2019 hatten, die war echt nicht so gut. Abgesehen von den Tin-Promos. Nibiru. Das ist was anderes, das stimmt. So, und wir müssen bedenken, wenn wir jetzt gerade mal so aufs nächste Format gucken mit 1. April, wir haben im März ein richtig krasses Set. Und da sind sehr viele Reprints drin. Ist die Frage, ob wir alle teuren Karten reprintet kriegen oder nicht. Das weiß man natürlich noch nicht. Aber ein paar teure Karten sind ja schon bekannt, dass sie reprintet werden. Vielleicht schaffen sie es da ja alles. Und vielleicht kriegt Impermanence auch nochmal ein Reprint. Ich muss zugeben, Impermanence, da stimme ich jetzt zu, ist so eine Karte, die noch sehr teuer, vergleichsweise teuer ist, auf jeden Fall, momentan. Also es gibt ja immer. Also ja, es gibt schon immer Karten, die irgendwie einen Vorteil generieren und die halt super teuer sind, weil die super selten sind. Also wann gab's das mal nicht? Yu-Gi-Oh's Pay to Win!
Michi, das ist auch okay, wenn das eine Karte ist, die ich als One-Off spiele. Das ist korrekt. Wenn das aber eine Karte ist, die ich dreimal Set haben möchte, dann geht 80 Euro für eine Einzelkarte nicht unbedingt klar für den Casual-Spieler. Ja, aber ja, halt, Casual-Spieler. Aber jetzt sind wir doch bei einem Punkt gelandet, wo wir darüber diskutieren müssen, warum, also mit welchen Intentionen gehe ich überhaupt auf ein Turnier und gehe ich auf Turnieren? Du musst in Permanence ja nicht unter Casual spielen. Und wenn du sagst aufs Turnier, wenn du sagst, Alter, in Permanence kann ich mir nicht leisten, warum spielst du sie dann? Um zu gewinnen? Um zu tryharden? Also ich meine, ja, okay, wenn du gewinnen willst, sind wir ehrlich, also wir sind uns hoffentlich klar alle, bevor das hier jetzt im Raum steht, dass nur weil du 100.000 Euro hast, du nicht gleich gewinnst in Yu-Gi-Oh! Ne? Also, Das stimmt. Also teure Karten kaufen ist wichtig, aber trotzdem gewinnst du das halt nicht. Und wenn du aufs Turnier gehst, musst du doch für dich entscheiden, ob du im Permanent spielen willst oder nicht. Wenn du sagst, in mein Deck ist das Pflicht. Entweder spielst du dieses Deck nicht oder du tryhardest nicht genug. Und nur als Beispiel jetzt auf andere Sachen bezogen als solches. Also ich meine, da gibt es ja auch zum Beispiel, also ich will jetzt hier keinen Vergleich bringen, der hinkt oder so. Aber wenn man jetzt so Sport anguckt allgemein, das Equipment auch eine wichtige Frage. Und zum Beispiel, nur als Beispiel fällt jetzt so Tennis oder so. Du musst deinen Schläger auch regelmäßig die Seite neu machen oder einfach einen neuen Schläger kaufen oder ähnliches. Und das ist teuer und manche können sich das auch nicht leisten und sind eventuell ein bisschen im Nachteil. Wie gesagt, ein bisschen, nicht komplett im Nachteil, aber ein bisschen. Also das stimmt schon, also es ist eine gute guter Vergleich. Also alle Sportler, alle Hobbys eigentlich so fordern natürlich, dass man sich das richtige Equipment ranholt. Und Yu-Gi-Oh! Ist da leider so ein bisschen eben so, dass du immer wieder neues Equipment ranholst. Ja. Obwohl, ja, Sport ist ja auch so. Also ich meine, deine Sporthose wird auch nicht ewig halten. Aber halt immerhin länger als von mir aus eben eine Karte, die dann Reprint kriegt oder sowas. Und du dann einfach dadurch so ein bisschen Geld verlierst, in Anführungszeichen. Aber das ist auch wieder so eine Thematik von wegen, ja, wann verkaufe ich eine Karte und so, wie kann ich am wenigsten Verlust machen und so. Ja. Kann man auch mal diskutieren im nächsten Podcast. Maybe. Noch steht das Thema nicht fest. Aber jetzt mal hier nochmal an die Zuhörer, die das auf YouTube zumindest hören. Ihr könnt immer Themen in die Kommentare schreiben. Genau, was ihr gerne hören wollt oder so. Vielleicht könnt ihr auch einfach generell mal schreiben, so, ob ihr denkt, dass Yu-Gi-Oh! Gerade irgendwie gepowercreept ist oder ob das schlecht ist oder ob das gut ist. Na? Also sowas in der Richtung. Was ist eure Meinung dazu, dass Yu-Gi-Oh! Irgendwie gerade Power Creep hat? Also ich finde, also Nibiru, das ist gerade echt so ein Argument, mit dem Kometen, mit dem Meteoriten, ja gesagt, haben die ja echt schon so eine Gegenmaßnahme eingerichtet. Und die ist ja auch gerade, die wird ja auch gerade Main gespielt, ne? Also ziemlich oft sogar, ja. Dreimal, habe ich gesehen. Wird auch eine Staple, wenn die Verbotsliste nichts regelt, für die neue Master-Rule-Änderung. Also, ja, genau. Deswegen, also offensichtlich gibt es da schon Möglichkeiten, vorzubeugen, also dem Power Creep, so. Ja. Jetzt kriegen wir eine Bandlist, Nibiru auf 1, Maxi auf 3. Genau. Nein, oh, wow. Bitte nicht. Nein, aber, naja, ja klar. Aber allgemein jetzt so. Aber, also ich bin der Meinung, also wenn man jetzt allgemein so Geschwindigkeiten in Yu-Gi-Oh! Betrachtet, Verbotslisten und auch Sets haben eigentlich eine große Auswirkung auf die Geschwindigkeit des Spiels, ne? Wie gesagt, To Draco, Guru, Nibiru, all die Karten machen, oder Sky Striker ist so gesehen auch nicht schnell, also nee, gar nicht eigentlich, ne? Also es ist halt der Klassiker, ja, gegen Sky Striker, meine Hand ist schlecht, ah, ich pass einfach mal, der killt mich eh nicht. Ist halt wahr. Sky Striker würde dich nicht töten. Ja. Also, da ist dann wieder die Frage, wie definieren wir schnell, ne? Ja, also, das ist eine gute Frage. Sollten wir eigentlich mal machen. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Ja, wir haben noch bei Zeit. Bei uns dafür keine Zeit, Michael. ach, wir müssen jetzt bezahlt werden für Definition. Ah, alles klar. Ja, was heißt Schnelligkeit überhaupt? Oder was ist Power Creep? Ja, Power Creep, ja, genau. Haut mal für beides eine Definition raus. Los. Also Power Creep ist ja eher, wie das Vergangenes so überholt wird einfach. Also von wegen, das ist gut und dann nein, das ist jetzt gut und nein, das ist jetzt noch besser, spielt das so in der Richtung. Also ja, einfach Altes wird irgendwie übertrumpft. Ja, übertrumpft, genau, in der Richtung. Glaub, ja. Aber Schnelligkeit, ja, Schnelligkeit ist für mich, ne, also da muss man gucken, ne, wie schnell ist man in einem Zug? Wie schnell kann man Züge machen? Wie schnell kann man große Boards aufbauen? Und wie schnell kann man das Game gewinnen?
Aber vielleicht spielt ja alles eine Rolle. Oder sagen wir mal so, wie viele Aktionen in Relation zu der Spielzeit, die ich habe, muss ich machen, um meine Win-Condition aufzubauen? Ja, das finde ich sehr gut. Das ist, glaube ich, eine gute, also zumindest ein guter Ansatz. Ich will nicht sagen, das ist jetzt die Definition, aber ein guter Ansatz. Wie viele Aktionen? Ja. Weil, guck mal, True Draco kann viel machen im Zug. Auch viele Aktionen, ja. Aber kann auch viele Aktionen machen, muss die aber nicht zwingend machen. Ne? Es kann auch sein, dass die einfach nur 2 Sets. Nee, 5 Sets. Idealerweise. Ne? Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du einfach Glück hast und mit 2 Karten dein Gegnerdeck komplett konterst. So, ist das jetzt eine schnelle Spielweise? Nein. Floodgates. Ja, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. So, also einfach nur was hinzulegen, wo drauf steht, ja, du kannst jetzt nichts machen, das ist keine schnelle Spielweise. Das ist assi. Das ist Controlling. Einfach Kontrolle über das Spielfeld behalten. Ja, aber Schnelligkeit ist das nicht. Nee. Also definieren wir die Schnelligkeit eher darüber, dass wir sagen, wie viele Sachen mache ich innerhalb meines Zuges, wie groß wird das Board, wie ist meine Win Condition, also zum Beispiel dann den OTK oder Zweifel auch FTK zum Beispiel. Mein FTK ist quasi das Nonplusultra der Geschwindigkeit. Ne? Ja, stimmt. Also sehr, sehr viele Aktionen, aber halt auch im Prinzip im ersten Zug gewinnen. Ja, also ja. Viele Aktionen und schnell zum Schluss kommen quasi. Ja. Das ist dann die Schnelligkeit. Aber gerade wenn ich mir das gerade so anhöre, müsste dann nicht theoretisch die Geschwindigkeit jetzt, also die Geschwindigkeit an sich, jetzt relativ konstant gleich bleiben, jetzt mit der neuen Änderung. Also weil man bedenkt, wir haben auch am Anfang geredet, Konami hat gemacht, wir haben 5 Monster. Jetzt machen wir aus 5 Monster Synchro und 5 Monster. Dann machen, also 4 Monster, weil Synchro, ne? Aber dann machen wir Exceeds noch dazu, dann machen wir Pendulum dazu, dann machen wir Link dazu. Es waren immer mehr Monster. Das heißt, du hattest immer mehr Aktionen, die du gemacht hast. Aber mehr jetzt, Möglichkeiten auf jeden Fall. Genau. Und jetzt gibt es nicht noch mehr Aktionen, sondern halt genauso viel wie vorher. So. Nur, dass halt Exceed, Synchro, Fusion jetzt besser genutzt werden können. Aber ja, es ist aber in dem Sinn schon schneller, weil du nicht eben auf Link baust oder bauen musst. Du kannst einfach Synchros raushauen und Decks, die eben Synchros und Exceed spammen, die sind wieder zurück sozusagen und brauchen jetzt nicht erstmal so Umwege, was vielleicht bedeutet, dass es schneller wird. Ja, aber wenn du die Umwege gegangen, also wenn, naja, also die. Nur das Extra-Link. Gar nicht angekommen. Extra-Link zum Beispiel. Was? Kurze Frage zum Verständnis. Die neue Master Rule sagt ja einfach nur, dass die beiden Extra-Zonen des Feldes nur für Links sind, richtig? Nein. Mhm. Also du darfst, anders gefasst, du kennst die aktuelle Mechanik, ja. So. Ja. Die bleibt, merkt einfach, das bleibt alles genau so, mit einer Änderung. Fusion, Synchro, Exceed dürfen wieder normal beschworen werden. Also überall hin. In die Main-Monster-Zone und so. Aber das heißt ja eigentlich auch, dass ich eine Main-Monster-Zone mehr habe, richtig? Ist korrekt. Ja, also für Synchros. Das ist ja schon krass, ne? Stimmt. Ja, aber also ich kann halt 6 Synchros hinhauen, theoretisch gesehen. Hast dann immer noch einen Platz für einen Extender zum Beispiel. Das ist korrekt, klar. Kombos, wo du Platzprobleme hattest, ich denke mal die Triple-Quasar-Felder und so. Ja, klar, dass die eine Extra-Zone. Aber man muss bedenken, da darf natürlich nur Synchro rein, ne? Da darf ja kein normales Monster mehr rein. Das bleibt ja so. Ja, gut, ja, vielleicht ist das ein Argument. Ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass das Level gleich bleibt der Geschwindigkeit als solches, außer der Power Creep ändert das. Aber ob du jetzt 20 Link-Monster legst, das stimmt nicht, 15, wenn maximal. Oder ob du 15 Exceeds legst, ist ja letztendlich egal. Aber es könnte vielleicht auf lange Sicht eine, ich sag mal, Diversität im Deckbau geben, indem man halt nicht mehr sagt, ich möchte halt generic Borrowed Dragon spielen, ne? Mhm. Sondern dass man halt sagt, ich habe hier 2 Link-Monster, den einen benutze ich halt, falls der Gegner Link spielt, um ihn das Monster einfach zu poppen, ne, aufs Deck oder was weiß ich. Du hast halt ein Monster, was du mit Link hinlegst in die Mitte deiner 5-Main-Monster-Zone, um halt dein Exceed oder Synchro links und rechts daneben zu beschützen, was du halt vorher nie gemacht hast, weil es vollkommener Quatsch wäre. Ja, bedenke, ne? Link musst du immer noch ganz normal beschwören. Du musst erst durch Pfeile das Link-Monster runterlegen. Ne? Ja. Aber du hast ja jetzt durch dieses Spam-Potenzial auch viel mehr Möglichkeit, auch auf Link zu bauen. Mit den Decks.
Ja, also ich würde auf jeden Fall das unterstützen, dass viele haben ja gesagt, oh, jetzt wird Link irrelevant. Hallo Leute, nein, ganz im Nee, das eben Gegenteil. nicht, klar. So, Eben. also nur als Beispiel, DDD fällt mir jetzt da ein. DDD ist ja ein Fusion-Synchro-Deck, beziehungsweise hat, glaube ich, auch sogar Exit, ich will jetzt. Aber primär setzt dann auf Fusion und Synchro. Und Needle Fiber wird extrem wichtig für dieses Deck, einfach um das Deck konstanter zu machen. Das heißt, Link wird niemals verschwinden deswegen. Also niemals würde ich nicht sagen, wenn Konami das gar nicht mehr supportet, dann geht das irgendwann unter, weil dann die alten Karten das einfach überholen. Aber ich denke mal, dass auch neue Link-Monster kommen werden. Also das glaube ich auf jeden Fall. Das, ja klar, aber das Coole ist ja eben, dass man sich jetzt auch wieder auf Synchro-Monster freuen kann in Booster-Sets. Weil wenn ich jetzt ein Synchro-Monster ziehe oder ein Exceed, dann kann das auch wieder ein richtig gutes Monster sein. Und man kann es auch wieder in sein Deck packen, statt irgendwie zu sagen, mein Deck ist halt ein Link-Deck. So, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass es, ja, also für mich war, guck mal, wir hatten ja auch eine Zeit, wo einfach Synchros in Common so geprintet wurden. Und für mich waren damals so Synchros so diese richtig coolen, starken Karten. Und ich dachte mal so, hä, Synchros Common? Nee, das passt einfach nicht. Also, Exceed halt eigentlich auch. Es ist auf jeden Fall jetzt die Zeit, nochmal an seine ganzen alten Decks ranzugehen und zu gucken, kann man die jetzt wieder spielen? Muss man die umbauen? Kann man die umbauen? Und wenn ja, mit was? Und ich denke, dass das für die nächsten 3 Jahre auch mit den neuen Mechaniken, die wir haben, erstmal reicht an Sachen, die wir zu tun haben als Spieler. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt jetzt ja auch erstmal 3 Jahre wieder nichts, ne? Also ist uns ja klar. Genau. So. Stimmt, ne? Boah, das ist echt eine lange Zeit. 3 Jahre. Ja, Holy 3 Jahre shit. ist doch eigentlich nix. Nee. Also Link, denk mal, die Link-Area ist ja jetzt ja vorbei, quasi. Also, wie gesagt, Link wird noch weiter gespielt, aber im Sinne von, wir hatten 3 Jahre Link, 3 Jahre Link sind vorbei. Also, Link ist für viele jetzt noch Neuland und ja. Also, Neuland. ja, habe ich Ja. extra gewählt. Ja. Ja. Aber ja, das ist halt so. Aber, ja, stimmt. Ja, guck mal, jetzt haben wir so viele Aspekte genannt. Seid ihr der Meinung, brauchen wir eine Notbremse? Ja oder nein? Ich finde, das kann man auch leider jetzt gerade noch nicht so sagen, weil wir noch nicht diesen, also die Master Rule Änderung oder Anpassung in Action erlebt haben. Ich bin so gespannt darauf. Also, welche Decks jetzt tatsächlich wieder aus dem Boden, aus dem Grab herab, also heraufsteigen und dann sagen: Hey, ihr habt mich vergessen. Und also, es gibt wahrscheinlich irgendjemanden, der einfach dann sagt: Ha! Das ist das Deck, was alle schlägt, die jetzt gerade verfügbar sind. Aber da muss man erstmal denken. Also diese Vielfalt, die man jetzt hat, ich bin so gespannt auf das nächste Turnier einfach. Also da werden, glaube ich, die besten Deckbauer dran zerbrechen, irgendwie jetzt das beste Deck zu finden. Habe ich das Gefühl. Also, ich finde, da überschätzt du, also, ne, ich kann nur ein bisschen aus Erfahrung jetzt gucken, wie es in der Vergangenheit war. Das erste Turnier wird langweilig des Todes. Es werden, nein, Okay. es werden 2, 3 Leute irgendwas riskieren, aber die Pro-Spieler werden auf Konstanz und wagen sich nichts erstmal. Außer was Okay. total offensichtlich ist. Guck dir doch in der Meta an. Nach einer Verbotsliste. Was ist dann erstmal Meta? Die erste Wise ist jetzt in der Verbotsliste. Ist erstmal so, guck mal, was ist jetzt, also jetzt gerade, ne, wer weiß, was jetzt die Liste, vielleicht kommt die noch im Zeitraum, bevor es hochgeladen wird, aber Orcus Sky Striker gemixt. Vorher hat man Orcus pur gespielt, jetzt spielt man eigentlich nur noch Sky Striker Orcus kombiniert. So vorher nicht, warum nicht? Gab es ja vorher schon die Option, es so zu spielen. So, weißt du, wie ich meine? Man hat sich nichts getraut, so. Und dann irgendwann traut sich der ein oder andere. Es kann sein, dass dann das erste Turnier gewinnt, dann so ein Randdeck, wie du es genannt hattest, so, aber die Mehrheit der Spieler werden davon auf Safe gehen, glaube ich. Also die bleiben bei ihren Standard-Decks so. Höchstens so Fanatiker, die schon seit 20 Jahren darauf warten, dass sie DDD spielen können oder so. Ja, und du musst ja damit rechnen eigentlich, oder nicht? Oder rechnet man nicht damit? Mit all den krassen Kombos, die jetzt wieder auf Synchro und Exceed spawnen können. Ja, aber Was hat man denn da im Side-Deck so? Kann mein Deck jetzt dagegen ankommen oder nicht? Nibiru! Nibiru, ja gut, das ist die Waffe. Das wäre schon echt feierlich, wenn die den jetzt auf 1 setzen oder so. 2, keine Ahnung. Nein, Aber please naja. not, please not. Ja, das wäre echt komisch. Er ist ja auch viel zu früh draußen. Also, das war schon eher mehr Gag als alles andere. Ja, wollte ich sagen. So, nee, Aber keine es Chance. wirkt auch schon wie diese Allzweckwaffe. Also, du, ne, die ist so gut gerade, um also, ich weiß nicht, so um Züge zu limitieren. Also, ich weiß nicht. Also, das ist Ja, schon krass. sie ist so gut, aber umso relevanter sie in der Meta wird, umso eher lernen die Leute sie zu umspielen. Das ist richtig. Und dann wird sie nicht mehr so relevant sein, beziehungsweise wird dann wahrscheinlich eher vom Main ins Side wandern und
ja, vielleicht dann auch runtergecuttet werden. Ne? Also wie mit jeder Allzweckwaffe, die man dabei haben muss. Und Handtraps allgemein ist eine Allzweckwaffe. Also ich würde ja Nibiru als Handtrap zählen und ja, stimmt. Meine Handtraps. Dreimal Kuribu und muss rein. Genau. Nee, das meinte ich eigentlich nicht. Aber ja, man wird sehen. Und zum Beispiel jetzt wegen Nibiru so, wow, übel heftig. Ja, wir gucken jetzt wieder zum OCG rüber. Aber die haben ja ein Called by the Grave in Besser. Und ist die Frage, wann die Karte zu uns kommt. Weil die sagt ja, wenn du kannst sie aktivieren. Wenn du kannst eine Karte aus deinem Deck, also die Karte musst du selber spielen, Nibiru zum Beispiel, legst sie dann im Friedhof und dann wird der annulliert vom Gegner. Ah. Du kannst okay. Jede Karte negieren damit. Du kannst Zauberfalle Monster negieren damit. Wenn du sie selber spielst. Ha, das ist cool. Ha. Aber ist halt dann so eine klassische Staple, die du halt dreimal spielen musst als Kombo-Spieler. Stimmt, wow. Aber das negiert ja nicht nur Nibiru, sondern generell irgendwie alle Staples. Ja, nee, das ist sehr interessant, dieses Verhalten. Also durch diese Karte spielen manche alles aus One-Off. One in Permanence. Mhm. One-Dings, One-Does, One-Does, One-Does. Einfach, damit wenn der Gegner es aktiviert, du es halt negaten kannst. Ja, das ist faszinierend, ne? Wie eine Karte eigentlich das ganze Meta irgendwie durchmischt. Und Nibiru ist, glaube ich, so eine Karte. Man muss jetzt immer damit rechnen und so. Das macht ja auch schon, also das ändert ja auch schon die Schnelligkeit. Ne? Wie viel traue ich mir zu, einen Einzug zu machen und so. Und, es ist echt ein komplexes Thema eigentlich. Ja. Aber ja auch, braucht man jetzt eine Notbremse? Ne? Das war eigentlich die Frage, wo wir ein bisschen abgeschwärzt sind. Stimmt, wir schon. ja, Frage, ich glaube, Matze hat noch nichts dazu gesagt. Ja. Die Frage dazu ist doch, definieren wir die Master-Rule-Änderung schon als Notbremse? Oder ist es eher ein strategischer Schritt für die Casual-Spieler beziehungsweise für alte Deck-Themen, um sie wieder zurück in die Meta zu bringen? Also ich bin 100% für strategischer Zug. Ja, ich glaube auch. Weil wir haben ja schon gerade gesagt, dass es eigentlich definitiv, wenn dann eher das Meta ein bisschen schneller machen würde, ja. Also wenn jetzt dann Decks kommen, oder halt einfach, dass es gleich bleibt, aber nicht, dass es langsamer wird. Ich glaube auch, dass wir uns grundsätzlich alle drei einig sind, dass eine Notbremse zum Zeitpunkt nicht notwendig war, da die, also es spricht ja eigentlich alles dagegen, ne? Ja, Turniere wachsen, Spielerzahlen wachsen, neue Spielmodi mit Speedwell und Rush Drill ist es, ne? Ja, also ja, man also, weiß noch nicht viel darüber. Ja, das ist ja eigentlich auch ein OCG ohne, also von daher denke ich nicht, dass das kommt. Also es spricht eigentlich alles dagegen, dass man jetzt sagen müsste, das war ein Schritt von Konami, um jetzt hier den Hebel zu ziehen, zu sagen, stopp, jetzt rede ich. Alles bleibt, wie es ist. Ne? Und also hat das OCG tatsächlich Rush Duel und wir haben Speed Duel? Das ist noch nicht bekannt. Das ist noch nicht bekannt, aber ich bin stark der Meinung, dass das so sein wird. Ist auch die Frage, wie gesagt, es gibt zu wenig News, um da jetzt krass drüber diskutieren. Ist Rush Duel das einzige Duellformat, wie der Anime funktioniert? Oder gibt es auch normale Duelle im Anime? Das ist zum Beispiel eine Frage, die geklärt werden muss, weil wenn das nur so ein Anime-Only-Ding wird, okay. Okay, aber und wird es dann halt in OCG halt ein Spiel, also so wie Speed Duel, oder kriegen wir es auch oder nicht? Das weiß man halt alles noch nicht. Und ja. Ja, Moment, aber wenn der Anime diese Spielart vormacht, dann wird es sicher Leute geben, ja, die es kaufen. So Anhänger, die dann sagen, ja, das ist das Beste überhaupt, wir spielen jetzt nur noch Rush Duel. Auch wenn das nicht offiziell ist, dann wird es halt gemacht. So. Weil die Regeln halt da sind einfach. Ja, aber also nur als Bewertung, der Anime-Trailer wurde extrem schlecht bewertet, ne? Also der hat ja. Oh, echt? Der hat sehr viel schlechte Bewertungen. Also sie sind sehr unzufrieden mit dem Anime. Wegen Rush Duel primär. So. Weil man muss natürlich sagen, so, wie gesagt, also jetzt meiner Meinung, finde Rush Duel für den Anime, Alter, godlike. Wie ich schon sagte, du kannst die geilsten Duelle der Welt da machen dann. Also dieses Problem mit, wie ich muss jetzt Pot of Greed aktivieren, damit ich irgendwie Ressourcen habe, damit das Duell spannend ist, hast du nicht mehr, weil du ziehst einfach immer auf. Das heißt, ja, broken, aber es ist sowas von Entertainment. Also für den Entertainment-Faktor ist es super geil. Aber wie gesagt, ich glaube, als Spiel wirklich, entweder müssen da noch mehr Restrictions rein oder, aber wie gesagt, wir wissen halt nichts so. Darüber zu spekulieren, bringt eigentlich gar nicht so viel. Ja, also möglicherweise könnte Yu-Gi-Oh! Noch schneller werden. Möglicherweise ist es auch einfach ja, Pustekuchen. Und das macht dann einfach der Anime. Mal gucken. Es ist halt auch die Frage, was, wenn wir jetzt die bestehende oder kommende Master Rule sehen, ne?
wie will man das noch toppen? Ja, also wie wollen wir da jetzt noch eine Schippe drauflegen, um zu sagen, das wird, du kannst jetzt noch mehr machen in deinem Zug. Stimmt, ne? Was passiert in den nächsten 3 Jahren? Lass uns das mal diskutieren. Welche neue Spielmechanik kommt dann? Genau. Oh Mann. Ja, aber das ist halt gut, dass wir uns das nicht stellen. Wir haben ja auch so spekuliert, ne? Von wegen, oh, neue Monsterart, neue Fallenart. Ich find's gut, dass wir jetzt 3 Jahre erstmal haben ohne. So. Weil, ja, ich find's gut. Mal gucken, was danach kommt. Da kommt dann irgendwann so ein. Das nennen sie dann einfach direkt Power Creep. Da hast du dann ein Monster, was sich dann aus dem Feld, was du gebaut hast, zusammenschiebt. Und wenn du das hast, dann macht das irgendwas. Ne? Dann steht da irgendwie drauf so, macht 7000 Schaden oder so. Ne? Nein, Konami will nicht auf FTKs. Das ist ja wenigstens was Positives. Also Konami will nicht, dass wir einen Einzug gewinnen. Das wollen sie an sich nicht. Ja, vielleicht ist ja auch wieder dieses diese Karten auch vom Speed-Duel, dass man die dann in das echte Yu-Gi-Oh! Rüberzieht. Was auch ein bisschen komisch wäre, aber ja, wer weiß. Schön, also diese ja. Wie heißen die nochmal? Ich weiß gar nicht. Skills. Ach, Skills. Wie heißen diese komischen Dinger da nochmal? Wie hieß das nochmal? Das Spiel. Ah, warte. Ah, Yu-Gi-Oh! Glaube ich war es. Nee. Ich hab's verstanden. Ja, und zu dem Thema nochmal Notbremse. Also, ich bin auch der Meinung auf jeden Fall, dass wir keine brauchen. Also, eher sind alle gerade hyped, dass sie, ich kann jetzt 3 Dante beschwören. Eben, es hat ja auch was, ne? Es ist ja nicht nur schlecht, dass ein Spiel schnell ist. Es wirkt ja auch schon so, als ob man irgendwie auch mehr nachdenken muss und es wirkt irgendwie auch mehr skillartig irgendwie. Also, generell wird ja auch, glaube ich, Speed über Control gewertet als irgendwie Skill. Also wenn du Control spielst, dann bist du ja ein Helmspieler und so, ne? Das ist ja so ein Common Knowledge irgendwie. Also, ja, da ist ja schon was dran. Also das wollen ja Spieler spielen, so. Das Spiel so. Ja, und ich meine, sind wir mal ehrlich, also jetzt nur sehr krass parodiert, ich weiß, dass es nicht nur so ist, aber wollen wir es so über einen anderen TCGs, wo man manchmal 3-4 Züge einfach mal Pass, Pass, Pass macht, damit man loslegen kann? Also, weiß ich nicht. Das fand ich immer langweilig an Magic irgendwie am Anfang. Diese langsamen Züge. Aber wie gesagt, ne, das habe ich extra erwähnt, es gibt auch Magic-Decks, die von Turn an spielen können. Aber generell gibt es halt auch Decks, die Pass, Pass, Pass machen. Ja. Ja. So. Eben, also es ist nicht nur schlecht. Ja, das ist ja das Gegenteil. Das ist aber auch immer eine Frage des Ressourcenmanagements des TCGs. Also, es gibt auch andere, auch genügend andere Spiele, die es in anderer Art und Weise probiert haben und vorgemacht haben, zum Beispiel Force of Will zu nennen, die haben dann extra ein Ressourcendeck dafür thematisiert oder es gibt ja auch Warhammer und was weiß ich. Und irgendwie macht es jeder anders und das macht auch den Charme jedes Spiels dann aus. Stimmt natürlich. Also jeder hat einfach sein Kartenspiel, ne? Genau, und das ist auch gut so. Also das würde ich jetzt niemals einem TCG vor die Sicht halten als, ja, du bist ja viel langsamer als Yu-Gi-Oh! So. Ja, aber weißt du, könnte ich auch die Omi auf der Straße umschuppen und sagen, ja, renn mal schneller! So, das bringt halt nichts. Bester Vergleich, Alter. Das ist echt, ja, gar nicht, ja. Ja, aber genau deswegen meine ich, ganz ehrlich, auch wenn Leute sagen, das Spiel ist zu schnell, willst du langsames Yu-Gi-Oh! Das ist doch gerade das Geile, das macht Yu-Gi-Oh! Doch aus, dass du First Turn machen kannst. Das ist doch super. Die Sache ist, wenn ich langsames Yu-Gi-Oh! Möchte, habe ich jetzt Speed-Duell, wo ich drauf zurückgreifen kann. Das gab es vorher nicht. Das war ja eigentlich so der größte Kritikpunkt. So, du warst gezwungen, immer in diesem Format das zu spielen, was sie geben ist. So. Eben, also ich finde es echt, jetzt wo ich es wirklich mal sehe, echt paradox, dass Speed-Duell langsam ist. Also, theoretisch gesehen. Mit der Definition von Schnelligkeit in Yu-Gi-Oh! Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast halt nicht viele Aktionen. Ne? Ja. So. Und ich meine, ja, das ist halt. Ja, muss man ja auch eigentlich sagen, so, ne? Ich meine. Ja, wie gesagt, Mats hat recht. Also, wenn du keinen Bock hast, den ersten Zug 20 Karten zu aktivieren, dann geh halt ins Speed-Duel rein. Okay, Google, erinnere mich bitte in einem Jahr daran, dass ich recht hatte. We will see, I don't know. Das ist auch die Frage, also da muss man natürlich abwarten, wie die Marketingstrategie ist oder einfach die Produktstrategie ist jetzt der Zukunft. Wie sehr machen sie Speed-Duel? Also wird es YCS für Speed-Duel gehen? I don't know.
Und so weiter und so fort. Das wird man dann sehen. Und Rush Duel, wird das überhaupt ein Spiel oder nicht oder doch? Oder gibt es das nur? Das wäre doch, oh, das wäre doch Marketing nur als Konsolenspiel oder PC-Spiel. Oh. Maybe. Ja, das ist echt, würde man das. Nee. Ich sag ja, wenn das einmal irgendwie offiziell ist, dann wird es Leute geben, die das auch mit dem echten Kartenspiel machen. Rush Duel wird einfach ein zweiter Spielmodi in Duel Links. Ja, kann sein. Das kann ich mir vorstellen. Da ist das Feld genauso, du kannst das einfach umprogrammieren, die Sachen sind schon implementiert. Stimmt, das ist voll gut. Das ist echt gut, ja. Hey Matze, willst du mal ein bisschen Geld anfangen? Ja. So, aber ich wollte mal mitziehen, ja, stimmt, aber ist nicht immer so. Ich meine, ich habe niemanden Turbo-Duell spielen sehen, als er im Anime war. Also. Ja, aber das ist ja auch nicht so leicht. Hä, wie, du hast kein Motorrad und eine Dual-Disc? Und die Karten fliegen nicht weg, wenn ich also echt seltsam. Das alte Yu-Gi-Oh! Darfst du denn nur in eine Pyramide spielen, oder was? Oh Mann, ey. Ja. In der Pyramide. Nee, nur wenn du Millenniums-Gegenstand hast, bist du würdig. So schön Forbidden Memory-Style, so alle Karten zusammenschieben. aber halt, da war mit Aufziehen, ne? Da war mit Aufziehen. Ja, mhm. das war da auch schon. Ja, stimmt. Aber guck mal an hier, das war ja Rush Duel. Hallo, wir hatten schon Rush Duel. Ha. Naja, ein bisschen anders war es doch, aber ja, Forbidden Memories ist es so. Wenn man sich die Ladezeiten und die Passage, da war nix Rush, Maurice. Mhm. Oh Mann, ey, es war, also eigentlich, Karma hat's ja gespielt, ne, also ich meine, oh Mann, ich denke mir gerade vor, es hören Leute zu, die irgendwie, keine Ahnung, wann sind, 2005 geboren sind und denken sich, über was reden die? Irgendwie, also wir sind ja sowieso in einer Generation aufgewachsen, in der irgendwie jedes Jahr alles irgendwie krasser wurde. Aus dem Kassettenrekorder wurde der MP3-Player. Und der war dann irgendwann ein iPod. Und dann war der ja so klein, dass du den gar nicht mehr brauchtest, weil jetzt ist er im Handy integriert. Und Handy, ja, fangen wir mal mit dem Handy an. Vom Haustelefon zum Mobiltelefon, zum Unterwegs-Handy, zum riesengroßen Klopper, zum kleinen Klopper, dann wieder groß mit einer Kamera drin. Also eigentlich sind wir es doch gewohnt, dass es immer größer und schneller und härter auch wird. Ne? Also, also das war nicht, also daher kommt ja, das habe ich am Anfang gesagt, von wegen, dass und deswegen wahrscheinlich auch eben die Aufmerksamkeitsspanne reduziert ist und man eben sich nicht mehr hinsetzen möchte für einen 40 Minuten Yu-Gi-Oh! Duell und deswegen auch Duel Links und so weiter. Ist einfach ein natürliches Phänomen, dass Yu-Gi-Oh! Da einfach sehr gut, glaube ich, adaptet hat so und genau. Deswegen ist ja auch die Beliebtheit gerade so, so hoch. Und man muss ja fairerweise sagen, was ja auch wieder ein Pro ist, wenn manche sagen, ja, Duel Links aber blöd. Ja, ist doch okay. Konami, ich meine, wie gesagt, Marketing, we will see, was die Zukunft bringt, aber Konami zwingt dich nicht, Duel Links zu spielen. Du kannst das alte Spiel noch spielen, du kannst aber auch Duel Links spielen, du kannst aber auch Speed Duel spielen. Also, Konami zwingt dich ja zu nichts. Und das finde ich sehr schön. Also, zu Hause in deinem Keller kannst du alles spielen, ne? Ja, genau. Nein, aber ist ja ein Unterschied. Also, keine Ahnung. Also, die Turniere machen ja schon die Szene mit aus. Klar, es gibt auch eine Casual-Szene und da machen dann so die Freunde es aus. Aber es geht jetzt darum, also gerade für uns, glaube ich, alle jetzt, wir drei jetzt hier, also sind Turniere schon elementar. Sei es so Information oder sei es einfach, um Leute zu treffen oder etc. etc. Und wenn das dann einfach nicht mehr supported wird, dann denkst du ja auch so, ja, schade, blöd. Also hast du ja, ist halt blöd. Und wie gesagt, mal gut ist es nicht so. Und sie supporten alles und Duel Links, Rush Duel, Speed Duel, Duel Links, das ist echt so die beste Idee. Ja, also wenn Konami zuhört. Oder wir rufen einfach mal an, Konami. Ja. Konami. Rechnung kommt. so 3 Jahre später kommt da so Rechnung. Ich möchte Schadensersatzklage machen. Nein, aber ist wirklich sehr cool. Und Matze, eigentlich lustig. Alle sagen immer, früher war alles besser. Also wir sind ja, wenn wir uns schon jetzt hier als ältere Generation betrachten, früher war alles besser. Nein, Matze, Zitat 2020, früher war alles schlechter. alles war auch nicht schlechter. Dementsprechend nicht. Also man hatte auf jeden Fall früher, das kann ich sagen, man hatte wesentlich mehr Freude daran, Booster zu öffnen, weil du ja irgendwie auch alles zum Basteln verwenden konntest. So. Genau. Das ja, heute ist das so, Booster auf, vorne den Rest als wegschmeißen
guckst nur, ob du was gezogen hast, was Kohle bringt oder was spielstark ist. Wenn nicht, zur Seite, ist schon Bulk. Ja, aber das hat nichts, glaube ich, mit dem Spiel zu tun, sondern also nein, jeder hat, glaube ich, so angefangen, oder? Dass du einfach Booster geöffnet hast und dann, ne, ist cool. Genau. Ja, also das Empfinden des Drumherums, das war halt ganz anders. Ja, genau. Ja, und also, wir hatten ja auch nichts, ne? Also wir hatten ja auch nicht mal Deckhöhlen oder Deckboxen oder sowas. Das muss sowas, so, ja. So eine Sache müsste sich ja erstmal einen Markt entwickeln. Also professionalisieren halt, ne? Es war schon anders. Das war nicht besser, aber man hat halt aus dem, also man hat aus dem, was man hatte, halt das Beste gemacht und sowas bleibt einem erfahrungstechnisch auch meistens tiefer sitzen, als wenn du halt alles vorgekaut kriegst und hier hast du alles und leb dein Leben und dann ist schön. Ja, wir haben damals noch Hüllen für teure Karten aus Frischhaltefolie und so gebastelt. Also jetzt nicht diese labrige Frischhaltefolie, die ihr kennt hier von, komm gerade auf die, den Namen nicht, hier für Akten, wo du so diese Klarsichtfolie hattest. Ne, da hat man dann noch, im Garten gesessen im Sommer, hat da die Karten ausgemessen und die zurechtgeschnitten und gebastelt, dass jeder für sein Deck noch Höhen hatte. Also das sind so Sachen, das bleibt einfach hängen und das sind schöne Kindheitserinnerungen. Ich würde halt alleine Karten auf eBay kaufen zu müssen oder im Kartenshop und es gibt halt keinen Markt so an sich, sondern du musst halt irgendwie gucken, wie du an die Karten kommst. Und es gibt auch keinen richtigen Preis. Und wenn du gut dran bist und einen guten Zeitpunkt erwischt hast, dann kriegst du eine Karte halt super billig. Manchmal eben auch super teuer. Man aber jetzt gerade ist auch nicht, man tauscht ja auch nicht dieses Wert gegen Wert, sondern nee, eher, eben, genau. Du brauchst die oder du willst die gegen das brauche ich, das will ich. Ne? Es gab noch Zeitungen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ich hab den oh ja, Cardmaster. Wir befinden uns ja hier gerade so ein bisschen im Umzug. Ich habe den Tag einen Karton aufgemacht, da war hier Mega Hero drin. Und ach ja, Winter stimmt, und wow. So. Da vorne gleich mit Kaiba und Yugi drauf und im Heft zwei Promokarten im Heft. Und ich dachte, boah, was geht denn hier ab? Ne, heute kriegst du, wenn du beim Händler kaufst, schon 400 Bulk-Karten mitgeschickt, damit der sie nicht mehr rumliegen hat. Ja, das Ding ist halt, das stimmt. Aber dieser Cardmaster oder so, die waren ja nie. Also, ne, wenn man den mal aufgeschlagen hat und dann seine Karte gesucht hat, dann, oh, 400 Euro ist meine Karte wert. Ja. Und dann ist ja eigentlich nur, keine Ahnung, 10 oder so. Also, es war ein bisschen übertrieben, aber gut. Ja, aber es professionalisiert sich. Also, ich finde Professionalisierung eigentlich was Positives als solches. Ist natürlich eine andere Art und Weise des Erlebens, aber ich finde auch gerade mit den Produkten jetzt zum Beispiel letztes Jahr betrachtet, ich fand die Tinnen war einfach so, jetzt abgesehen von den Promokarten, aber allgemein auch von den Inhalten, du hattest Retro-Karten drin. Das heißt so von wegen, boah, ich habe früher mal Yu-Gi-Oh! Geguckt, da war der Bläuge, weißt du, Ultradrache und dann ziehst du ihn einfach in der Tin so, wie geil ist das denn? Aber trotzdem ziehst du noch sogar neue und alles glitzert, also nicht alles, aber ihr wisst, wie ich das meine. Alles. Nein, aber ihr wisst, wie ich das meine. So. Und dann, boah, ich habe den Namen, hier, wie heißt es? Boah, Dual Demonstrator oder wie das Ding so heißt. Devastator. Ja, genau, das meinte ich. Das ist ja auch so, ne? Du kriegst einfach ein Set, wo du, also keine Ahnung, viele sagen immer, sag mir mal, was ich kaufen soll, wenn du bei Null anfängst. Ganz ehrlich, jetzt kann man sagen, kauf dir das Ding dreimal, dann hast du schon mal alle Staples. Ist voll gut, also weiß ich nicht, ist doch voll gut. Aber es wird ja auch nicht ewig da bleiben, also es wird ja auch irgendwann ausverkauft sein und nicht mehr produziert werden. Ja, und nicht mehr aktuell sein, vor allen Dingen. Ja, genau. Also, aber vielleicht kriegen wir nächstes Jahr wieder sowas Ähnliches. Es wäre halt einfach, halt einfach schön, wenn man sich auf solche, ich sag mal, Staple Reprint Sets verlassen könnte als Spieler, dass man einfach wirklich sagt, ich spiele übers Jahr so das Low-Budget-Deck, ne? Und dann am Ende des Jahres, da kommt die krasse Box, da kommt sie, ich weiß sie, ich sehe sie schon, Alter, ich rieche es. Ne? Und dann gönnst du dir das Ding dreimal und dann ist deine Sammlung wieder auf dem neuesten Stand und damit kannst du dann wieder in einer neuen Meta weiterspielen. Aber so richtig Verlass war ja da bis jetzt nicht. Doch, Tin, ja. Die gab's ja immer schon, genau. Die Tin gab's immer schon, du hattest auch immer krasse Reprints drin, aber halt nicht immer so relevant. Oder sie waren dann schon wieder nicht mehr relevant, wenn sie kamen. Also jetzt, die Tin war sehr relevant für die Meta. Ja, und was ist mit der Tin von 2 Jahren? Welche war das denn? War das sogar, wo Zodiac drin war? Könnte maybe dieses Jahr auch wieder interessant werden. Ja, aber meinst du, die haben da schon so weit vorgedacht? Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch ein bisschen
falsch aus der ja, Marketing-Sicht, wenn man alles vorankündigt. Dann würden manche Leute ja nicht mehr kaufen. So. Nein, darum geht's auch gar nicht. Aber einfach zu sagen, so, wir haben ein Fix-Set, wo wir sagen, wenn wir sehen, dass übers Jahr Staples entstehen, die Wert haben, wo man sagt, das ist nicht mehr unser Jargon fürs Spiel, dass alle mitspielen können. Und wenn wir uns daran erinnern, Yu-Gi-Oh! Geht ja hauptsächlich darum, mit Freunden zusammenzuspielen. Es geht ja um Freundschaft und so und nicht um Geld verdienen. Ja. Also, ja. Da könnte man sich halt mal drüber unterhalten, einfach zu sagen, ja gut, für die Leute, die das wirklich durchziehen wollen, so eine Preise auf den Tisch zu legen, ist okay, könnte man machen, aber es gibt immer einen Fixtermin im Jahr, da kommt es hin und da werden wir sowas angehen. Und ja, dann würden sich halt auch die Händler da eher drauf einstellen. Es gäbe dann wahrscheinlich bei Pre-Release wär's wesentlich teurer, als es jetzt ist. Mhm. Aber du hättest dann halt auch irgendwann mal so eine Flaute, wo es dann günstiger wird. Ja, aber und da musst du bedenken, das ist jetzt Sekundärmarkt, damit hat Konami halt gar nichts zu tun. Ja, sie können ihn aber beeinflussen. Ja, indirekt, durch solche Produkte. Aber ist richtig. Aber wir sind jetzt voll vom Thema abgeschweift, oder? Ja, aber ich will noch abschließend sagen hier dazu. Ich meine, Letztes Jahr fand ich sehr gut, was Reprints angeht und so. Und die Sets waren eigentlich alle geil so. Klar gab es auch ein paar Ausnahmen, wo man sagt, die sind dann halt für nur gewisse Zielgruppen, was ja auch okay ist, aber dann ist das halt für dich eventuell nichts dabei. Aber generell, wenn sie so von der Struktur her die gleichen Produkte jetzt 2020 bringen, Alter, ich wäre happy, Alter, ohne Witz. Ich wäre happy. Und da hast du deine Reprints, Matze. Gut. Und was wir von dir jetzt noch wissen wollen, was wir von dir jetzt noch wissen wollen, wäre? Wäre? Wo? Ja. Was wollen wir von dir jetzt noch wissen, Mori? Ja. Fürs kommende Jahr, ja, der Podcast geht weiter, würde ich sagen. Was das? Oh, was? Das ist der Twist. Okay. Ich habe was Cooles erwartet. Ja, habe ich eigentlich auch, aber Maurice macht so lahme Übergänge, da muss man ein bisschen. Was? Ihr mobbt mich. Ich wusste nicht mal, worauf du hinaus möchtest. Du wolltest darauf hinaus, ne? Ist richtig, ja. Ja, okay. Also, Matze, was ist deine Frage? Ja, wo geht denn der Podcast denn demnächst weiter? Ja, falls ihr wieder so einen tollen, super spannenden Podcast hören wollt, und zwar Mainphase 3, dann einfach, der nächste wird bei Matze auf dem Kanal sein. Oder auf Spotify. Oder auf Spotify. Oder auf Castbox. Aber, genau, ja, eigentlich egal, wo er ist. Wir sind halt immer da, würde ich aber sagen. Genau. Also, egal, wo er ist, wir sind dabei. Wir sind überall dabei. Nee, aber man kann uns jetzt wirklich dann überall hören, muss man bedenken, so fast. Also, ich finde das ein bisschen gruselig. Dass man uns überall hören kann? Ja. Ja, aber wie gesagt, bei Matzab geht's weiter. Und warum mich du so kalt erwischt hast jetzt, ist hier einfach, ich dachte, da kam ja so eine Runde ab, also rundes Ende so zum Thema, aber so mittendrin ballert er da raus. Du möchtest ein Roundup zum Thema? Gut, mache ich dir. Link war keine schlechte Idee, der Rückschritt zum alten Meta und die Master Rule ist eine gute Sache, aber keine Notbremse. Und Konami kann 2020 gerne so gestalten, wie sie es 2019 angefangen haben, denn das war nicht schlecht, sondern eher gut. Boah, das sind doch schöne Worte, Leute. Und ich würde dann sagen, wie gesagt, nächster Podcast ist bei Matze auf dem Kanal oder halt auf Spotify oder eben andere Möglichkeiten, wo ihr hören wird. Und ich würde sagen, dann haben wir es jetzt sehr gut zusammengefasst, oder? Ja, ja. Schreibt uns gerne nochmal eure Fragen und Themen in die Kommentare, wenn ihr das bei YouTube seht. Wir sind natürlich alle drei immer sehr behäbig, die zu beantworten, wenn da was kurz zu beantworten ist. Ansonsten freuen wir uns dann im Ende Februar, habe ich gesagt, ne? Wird soweit sein. Genau. Genau. Muss ich aufpassen. Ist ein kurzer Monat oder ist ein langer Monat? Ist ein kurzer Monat. Kurz. Ist ein 29, genau. Alles klar. Kriegen wir hin. Alles klar. Dann euch allen schönen Tag oder schönen Abend oder whatever, wann ihr das guckt. Und Danke, dass ihr dabei wart. Und ab in die Endphase. Oh, nein. Was soll das schon wieder? Okay. Dann Zugpass.